Hi Leute, heute geht es wieder um das Thema dick sein und ich hatte vor ein paar Wochen, das ist schon länger her, auf so einer Seite eine Frage gestellt. Ich sage jetzt nicht, welche Seite das war. Und zwar habe ich geschrieben, ob die Leute Vorurteile gegen dicke Menschen haben. Übrigens, ich wundere, ich habe hier meinen Laptop wieder, den schlauen Fuchs. Und habe dann geschrieben, dass ich von der Schule aus eine Präsentation machen muss. Ich werde natürlich nicht sagen, dass es ein Video ist. Dass es daher halt um das Thema dickere Menschen geht und was die Leute da so denken, ob sie Vorurteile haben oder ob sie sich halt enthalten und ob sie Vorurteile haben und was es für Vorurteile sind. 57,1% haben abgestimmt, dass sie keine Vorurteile haben. Auf diese 57,1% bin ich sehr stolz. Dann haben wir 21,4%, die sich enthalten und genau die gleiche Menge an Leuten, die Vorurteile gegen dicke Menschen haben. Ich dachte mir, ich gehe mit euch zusammen einfach mal so die Kommentare durch. Es sind 25 Antworten auf diese Frage gekommen. Ich dachte, wir gehen einfach mal so alle Fragen durch, gehen mal so dieses Thema Vorurteile durch, um einfach mal zu gucken, stimmt es eigentlich, was es für Vorurteile gegen dicke Menschen gibt? Weil ich glaube, wir wissen alle, was es so für Vorurteile gibt. Und ja, ich dachte, wir reden einfach mal über dieses Thema und los geht's. So, die erste Antwort lautet, es ist doch total egal, ob jemand dick oder dünn ist. Es geht um die inneren Werte. Natürlich würde ich aber bei der Partnersuche schon auf die Figur achten. Aber das muss jeder selber entscheiden. Liebe Grüße. Gebe ich dir recht, ist auch wenigstens ein netter Kommentar, whatever. Wie gesagt, es muss eigentlich wirklich jeder für sich selber entscheiden. Entweder man steht auf dickere Mädchen oder Jungs oder auf dünnere Mädchen oder Jungs. Muss halt jeder für sich selber entscheiden. Und finde ich auch gut, dass er dann die Antwort wenigstens so akzeptiert. Beziehungsweise die Antwort, dass er das so akzeptiert. Dann hat jemand geschrieben, nein, ich habe keine Vorurteile, denn ich denke erst nach, wenn ich sehe, dass es zu körperlichen Einschränkungen kommt. Und denke immer, ob es denn so weit kommen musste. Das hat auch viel mit sozialer Isolation zu tun. Natürlich, körperliche Einschränkungen sind wie, kann derjenige noch wandern gehen, kann er sich noch selber waschen, kann er noch aufstehen, kann er sich überhaupt noch bewegen, ist derjenige überhaupt, kann er überhaupt noch irgendwas machen. Ich sag selber, ich bin fett, ja, aber ich kann auch noch Fahrrad fahren und so. Und nein, das Fahrrad bricht nicht unter mir zusammen. Nur mal, um es gerade so fett klarzustellen hier. Aber natürlich, es gibt auch die Leute, die 200, 300 Kilo wiegen, die nicht mehr aufstehen können, die sich nicht selber waschen können und sonst was. Klar, da denkt man sich dann schon, musste das denn so weit kommen oder sonst irgendwas? Aber ganz ehrlich, selbst wenn ich abnehmen wollen würde, ich persönlich könnte für mich selber nur abnehmen, wenn ich jemanden dabei habe, der mich jeden Tag aufs Neue motiviert. So von wegen einem eigenen Personal Trainer. Wenn jetzt Sophia Thiel bei mir wohnen würde, dann würde ich sagen, halt, geile Sache. Das würde ich durchziehen, weil die Frau ist geil. Die kennt sich mit Ernährung aus, die kennt sich mit Sport aus. Mit so einer würde ich gerne mal so für einen Monat zusammenleben und mal gucken, wie viel man in diesem Monat abgenommen hat. Ohne Spaß. Aber wenn man das alles so alleine macht, da ist wieder die Motivation dann nicht da und bla bla. Und deswegen, ja, nächstes. Nein, ich habe keine Vorurteile. Ich habe gegenüber dickeren Menschen keine Vorurteile. Es gibt dafür auch keinen Grund. Es ist ihr Leben und für mich kommt es auf den Menschen selber an. In meiner Familie gibt es auch dicke Menschen, aber die sind total lieb, lustig, immer da, sehen trotzdem gepflegt aus und bewegen sich auch und so weiter. Ich achte eigentlich gar nicht mehr wirklich auf sowas. Natürlich kann es auch eine Krankheit oder psychische Probleme durch Erlebnisse etc. geben. Daher sollte man grundsätzlich nicht über andere Menschen urteilen. Klar, es sagen ja wieder viele, es ist dann normal, dass dicke Menschen eine Krankheit haben. Das ist immer denen ihre Ausrede. Leute, es gibt wirklich Menschen, die einfach Probleme mit der Schilddrüse oder so haben, dass sie deswegen einfach dicker sind, dass sie Antibiotikum nehmen müssen und dadurch dicker werden. Ihr glaubt es kaum, aber es ist so. Das sagen aber so viele dicke Menschen, sind ja ungepflegt und sowas. Ganz ehrlich, ich gehe auch jeden zweiten Tag duschen. Bin ich jetzt auch ungepflegt oder was? Versteht ihr denn, ne, so immer? Nicht nur dicke Menschen sind ungepflegt, es können auch dünne Menschen ungepflegt sein. Wir haben alle Vorurteile, diese beruhen vor allem auf unseren eigenen Erfahrungen oder von Freunden oder Bekannten oder du glaubst, dass ihr der idealisierte Bild der Medien. Dicke Menschen sind gemütlich, lustig, gesellig und Genießer. Ja, gemütlich, ja doch. Also wenn ich mich jetzt entscheiden könnte, auf dem Bett liegen oder joggen gehen. Okay, ich dürfte eh nicht joggen gehen, aber ja, ne, wissen wir alle. Lustig, gesellig, das sagt irgendwie jeder, dass dickere Menschen irgendwie mehr Humor haben. Ich weiß nicht warum. Man hat immer Vorurteile, egal ob man das will oder nicht. Das ist im Menschen verankert. Unhygienisch, faul, arm, asozial. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht stimmt. Viele meiner Freunde sind dick und das sind meist die nettesten.
Ich weiß jetzt nicht, was arm und asozial direkt jetzt mit dick zu tun hat. Also in meiner Umgebung hier wohnen sehr viele asoziale Leute, die alle irgendwie sehr dünn sind und trotzdem arm, aber irgendwie nicht dick, wie gesagt, aber okay. Ist aber wahr. Also ich meine, ich nehme es ja auch so hin, ne? Ist ja nicht so, dass ich jetzt sage, es ist nicht so. Ich weiß ja, dass es so ist. Vorurteil, unhygienisch, unsportlich, gehen jeden Tag zu McDonald's fressen. Zu McPeep essen. Ja, wieder das Normale, ne? Unsportlich, gehen jeden Tag zu Mc's fressen. Ja, ich habe Vorurteile gegen Dicke, die da wären. Sie sind dick. Ah, okay. Ja, das hättest du mir jetzt nicht sagen müssen. Ernsthaft? Leute, manche Antworten sind einfach so hohl. So, switchen wir mal gerade zum Handy um, weil ich vor einiger Zeit im Internet noch diese Antworten hier gefunden hatte. Und das sind zwei Stück. Und ich dachte, die musst du mit hier reinnehmen. Die haben mich so aggressiv gemacht, diese Kommentare. Und zwar hat einer geschrieben, ich hasse dicke Menschen, die sind ekelhaft. Für mich kann jeder Mensch so viel wiegen, wie er will. Aber sobald diese fetten Menschen nicht etwas kräftigere, sondern die wirklich fetten, raus auf die Straße gehen, bezwingen sie sofort einen Brechreiz. Sie versperren enge Wege, stinken fürchterlich im Sommer, verderben beim Essen den Appetit, verbrauchen zwei Sitze im Flugzeug oder Bus, belasten die Sozialsysteme, Krankenkasse, frühere Rente, verbrauchen mehr Ressourcen und wir wieder normale Menschen an. Soweit alles Tatsachen, nun meine Lösung für das Problem. Fette sollten immer meiner Meinung nach mehr Steuern zahlen, keinen Eintritt in Schwimmbäder etc. gestattet bekommen, keine Unterstützung von Krankenkassen erhalten, wenn die Krankheit auf das Übergewicht zurückführend ist, bei mehreren Bewerbern für einen Posten vernachlässigt werden und keine bestimmten Nahrungsmittel kaufen dürfen, so wie es bei Kindern und Alkohol der Fall ist. Ganz ehrlich, als ich dieses Kommentar gelesen habe, da dachte ich so, wo ist die Menschheit hin? Aber mal ganz ehrlich, sobald diese fetten Menschen raus auf die Straße gehen, bezwinge ich sie mir sofort einen Brechreiz. Hallo? Alter ey, das ist aber wirklich einer. Versperren enge Wege, stinken fürchterlich im Sommer. Natürlich, weil Menschen, die 60 Kilo wiegen, im Sommer ja immer geil riechen, ne? Nur mal so. Verderben beim Essen den Appetit, verbrauchen im Flugzeug oder im Bus zwei Sitze. Ganz ehrlich, also wenn ich im Bus sitze mit meinem Freund, wir haben beide genug Platz. Und wenn nicht, dann sitzt er halt nur mit einer halben Arschbacke auf dem Sitz. Wo ist denn das Problem? Sie belasten die Sozialsysteme, Krankenkassen, ja okay, das nehme ich noch in Kauf. Wir brauchen mehr Ressourcen und wieder normale Menschen an. Ja, wieder normale Menschen an sind wahrscheinlich nur du und sonst kein anderer, aber okay. Bei mehreren Bewerbern für einen Posten vernachlässigt werden. Dann kommt wieder die Antwort, Fette sind arbeitslos, Fette sind asozial oder sonst was. Ja, aber dann sollen sie vernachlässigt werden, wenn es um einen Job geht. Das ist mal wieder der größte Sinn ever, ne? Und noch ein anderer Dödel hat dahinter dann noch kommentiert. Ja, ich habe Vorurteile gegen dicke Leute. Ich meine jetzt nicht die, die nur leichtes Übergewicht haben. Ich meine diejenigen, die richtig fett sind. Wenn ich so jemanden sehe, stelle ich ihn mir beim Essen vor. Sein gieriger Blick auf seinen Teller gerichtet, sein Bissen nach dem einen Bissen nach dem anderen in sich reinstopfend. Wenn ich mir das dann vorstelle, spüre ich, wie der Zorn in mir wächst. Ich weiß aber nicht, warum dieser Zorn in mir aufkommt. Vielleicht, weil ich es einfach nicht verstehen kann, wieso diese fetten Leute, die nur rumjammern, dass manche Leute sich lustig über ihr Gewicht machen, nicht anfangen, etwas gegen ihr Übergewicht zu unternehmen. Und jetzt tut bloß nicht so, als ob jeder Fette eine Stoffwechselstörung hat. Das stimmt nicht. Und wer das behauptet, lügt. Wenn man nun mal nicht mit seinem Äußeren zufrieden ist und die Möglichkeit hat, dies zu ändern, diese Möglichkeit aber nicht ergreift, hat dieser jemand kein Recht zu jammern. Boah, eh. Also die anderen Kommentare, die waren dann noch akzeptabel, aber bei so Kommentaren werde ich richtig aggressiv, ey. Ich habe die zwei Kommentare meiner Mutter gezeigt und ich habe die Kommentare Tim gezeigt. Ich kann euch quasi den Gesichtsausdruck von beiden zeigen. Weil das sind genauso Menschen, die den Sinn dahinter nicht verstehen, wie sonst irgendwas. Hören wir jetzt auf, über dieses Thema zu reden, sonst werde ich wieder aggressiv und alle sagen, ich wäre unsympathisch. Also, ich hoffe, wir konnten das Video etwas spaßig zusammengestalten oder auch eher weniger. Bald wird noch ein Video zum Thema Vorurteile gegen dicke Menschen kommen. Und auf dieses Video freue ich mich schon sehr, aber das wird wahrscheinlich noch etwas dauern, da das etwas mehr Arbeit ist. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und über euer Feedback in den Kommentaren zum Thema dick sein. Ob ihr Vorurteile habt oder nicht oder sonst irgendwas. Lasst es mich einfach gerne alles in den Kommentaren wissen. Das würde mich wirklich sehr brennend interessieren. Und ja, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr das da unten sehr gerne machen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao!